In Danzig ist heute der bei einem Messerangriff getötete Bürgermeister Adamowitsch beigesetzt worden. Etwa 3.500 Trauergäste kamen in die Marienkirche, unter ihnen Polens Präsident Duda und der frühere Bundespräsident Gauck. Zehntausende verfolgten die Trauerfeier auf Großbildleinwänden rund um die Kirche. Ein 27-Jähriger hatte Adamowitsch am vergangenen Sonntag während einer öffentlichen Veranstaltung niedergestochen und tödlich verletzt. Trauerfeier zur Beisetzung des ermordeten Danziger Bürgermeisters Pavol Adamowitsch. An der Gedenkfeier nimmt seine Witwe mit ihren zwei Kindern teil. Auch die politische Führung Polens ist vertreten. Der Erzbischof spricht in seiner Predigt politischen Klartext. Wir müssen die Sprache der Verachtung, der Demütigung und der Herabwürdigung unserer Brüder und Nächsten aus der polnischen Politik und Gesellschaft verdrängen. So darf es nicht sein. Wir sagen Stopp. Die Ermordung Adamowitschs hat in Polen eine intensive Diskussion über den zunehmend hasserfüllten Umgang in der Gesellschaft ausgelöst. Die politischen Lager schieben sich gegenseitig die Schuld zu. Gegen den 27-jährigen Messerstecher ermitteln die Behörden inzwischen wegen Mordes. Er hatte seine Tat zunächst mit Rache gegen die politische Opposition begründet. Es sei die Tat eines psychisch verwirrten Menschen, meint der ehemalige Bundespräsident, der zur Trauerfeier aus Deutschland angereist ist. Aber umgeben ist das Ganze von einem Klima des Hasses und des Misstrauens, das die verschiedenen Lager nicht nur in Polen, sondern in ganz Europa trennt. Mehr als 40.000 Menschen nahmen auf den Straßen Danzigs an der Trauerfeier teil. Adamowitsch war dort mehr als 20 Jahre lang im Amt. Die Debatte über Hass auch in der Politik wird weitergehen. Im Herbst sind Parlamentswahlen in Polen.